Liebe SGV-Fans, endlich steht das lang ersehnte Topspiel gegen die Stuttgarter Kickers vor uns. Am Samstag spielen wir hier zu Hause um 14 Uhr gegen unseren Rivalen, die Stuttgarter Kickers, Platz 2 gegen Platz 1. Dazu seid ihr natürlich herzlich eingeladen zu kommen. Hier nochmal der Hinweis, bitte holt euch Tickets im Vorverkauf, denn es wird wahrscheinlich keine Tageskasse geben. Außerdem sprechen wir heute natürlich über diesen Supersieg in Steinbach. Wir wissen alle, wie schwer es ist, dort zu gewinnen. Wir haben gewonnen und wie immer zu Gast ist heute unser Cheftrainer Roland Seitz und später noch unser Kapitän Marco Kilgomez. Roland, ich habe es gerade schon gesagt, letzte Woche haben wir in Steinbach gewonnen. Wir wissen alle, wie schwer es ist, dort zu spielen. Letzte Saison haben wir dort eine hohe Niederlage einfahren müssen. Jetzt haben wir gewonnen mit 1:0, dreckig, aber verdient. Was hast du nach dem Spiel der Mannschaft gesagt? Wie hast du diesen Sieg bewertet? Ja gut, wir analysieren ja schon immer sachlich und picken uns auch immer die Sachen raus, die man noch verbessern kann. Aber unterm Strich haben sie schon großes Lob bekommen, weil, wie du schon gesagt hast, das ist wirklich nicht selbstverständlich. Darf auch nicht vergessen, was Steinbach für Ambitionen hat, auf welchem Tabellenplatz das sie auch stehen. Und deswegen war es nach der Niederlage zu Hause gegen Mainz, das vergisst man ja immer, dass es dann auch keine Selbstverständlichkeit ist, da hinzufahren und zu gewinnen. Und das haben sie super gemacht und war ein tolles Spiel, ja. Bisschen gehadert hast du nach dem Spiel mit der Chancenverwertung. Hast gemeint, wir hätten früher den Deckel drauf machen können. Wie kann man denn das verbessern, dass es vielleicht am Samstag besser läuft? Ja gut, es ist ja immer auch eine Momentaufnahme, welche Chancen du bekommst. Wir haben in Kassel das gleiche Spiel schon gehabt und jetzt war es wieder so. Ich glaube, für die Mannschaft selber am Platz, die merken es gar nicht. Ja, das sind ja auch so Aufnahmen, die man verfolgt. Wo ist der Ball, wo ist mein Gegenspieler? Aber wir draußen, wir leiden schon, das muss man schon sagen. Und deswegen müssen wir es halt weiter trainieren. Ja, weiter, es gibt bestimmte Übungsformen, die dann so ein Umschaltspiel hergeben, wo du Überzahl hast. Und dann müssen wir halt im Training die Sicherheit holen, dass die Laufwege stimmen, dass wir die Bälle auch reinschießen. Und wenn wir das hinbekommen, werden wir es im Spiel auch mal umsetzen. Am Samstag steht das absolute Spitzenspiel an. Wir spielen gegen den Tabellenersten, empfangen hier zu Hause die Stuttgarter Kickers. Ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, was für ein starker Gegner das ist. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, was den Gegner denn aktuell so stark macht. Ja, insgesamt glaube ich, dass es auch, man sieht es ja an unserer Tabelle, dass viele Mannschaften sehr, sehr gut sind. Ja. Also wir sollten jetzt nicht, sagen wir, die Kickers dahin heben, wo sie sich vielleicht sehen oder jetzt auf Platz 1 stehen. Außerdem sind wir punktgleich, sie haben keinen Punkt mehr wie mir. Und der VfB hat, glaube ich, aus Tabellen 8 3 Punkte Rückstand. Also ich glaube, dass es jede Woche sehr schwer ist und auch am Samstag wieder klar, die Brisanz der Tabellensituation ist natürlich dann auch gegeben, dass es vielleicht noch mehr inne hat, aber insgesamt werden wir den Gegner genauso analysieren, genauso vorbereiten, unsere Mannschaft, wie wir es bisher machen. Wir werden sie kein Deut besser machen, auch nicht schlechter. Von daher ist es für uns erstmal ein normales Spiel. Was kannst du denn schon zum Kader sagen? Ja, momentan sieht es gut aus. Das ist Luxus, das ist auch nicht selbstverständlich. Ja, da muss man auch mal die medizinische Abteilung und auch die Spieler selber loben, dass sie, glaube ich, viel für ihren Körper tun. Weil wenn man sieht, wie schwer die Böden sind und wie intensiv die Spiele sind, haben wir momentan wieder, außer unsere Langzeitverletzten, was ja normal ist, haben wir alle zur Verfügung, ist auch keiner gesperrt. Ja, sehr schön. Das hört sich gut an. Dann auf jeden Fall viel Erfolg. Am KG 1:0 in Steinbach gewonnen. Du weißt schon, wir haben letzte Saison eine ordentliche Pleite eingefahren gegen die. Wie haben wir es geschafft, einfach dieses Mal echt da die Punkte mitzunehmen? Ja, durch eine Willensleistung, vor allem gegen Ball, haben wir, glaube ich, eine der besten Spiele der Saison gemacht. Nicht nur, weil wir zu Null gespielt haben, wir haben wirklich wenig zugelassen gegen Heinz Steinbach, was davor 5-mal in Folge, glaube ich, siegreich war. Und in Steinbach weiß ich aus eigener Erfahrung, nicht nur vom Freiberg aus, dass es brutal schwer zu gewinnen ist. Hinzu kam, der Boden war sehr tief. Nach dem Spiel wurde gesagt, die hatten eine englische Woche. Das hat uns aber nicht interessiert an dem Spieltag. Wir haben uns auf uns konzentriert, haben alles rausgehauen und, wie ich finde, hochverdient 1:0 gewonnen. Da merkt man auch, dass wir auswärts echt ein starkes Team sind. Wir sind zwar wieder ein ganz anderes Team als letzte Saison, aber trotzdem hatten wir da letzte Saison ordentlich Probleme. Ist es auch das, was unter anderem unser Team so stark macht und wie wichtig ist das auch für Selbstvertrauen? Ja, enorm, enorm. Letzte Saison, wenn ich mich daran zurückerinnere, auswärts haben wir wirklich sehr wenig Punkte geholt. Und dann waren wir eigentlich unter Zugzwang zu Hause, da haben wir eigentlich die meisten Punkte geholt. Aber wie gesagt, die Gegner wissen jetzt auch, wie auswärts stark wir sind. Und wir gehen mit breiter Brust da zu den Auswärtsspielen. Und wenn man die letzten Spiele anschaut, vor allem jetzt Kassel und Steinbach, das sind mit die schwersten Auswärtsspiele. Und die haben wir beide gezogen, deshalb Chapeau an die ganze Mannschaft.
Am Samstag steht aber erstmal ein Heimspiel an gegen die Stuttgarter Kickers. Absolutes Topspiel. Tabellenerste gegen Tabellenzweiter. Du hast ja schon einige Erfahrungen gesammelt. Du weißt, da ist schon ordentlich Feuer drin, bevor das Spiel überhaupt erst losgeht. Was erwartet uns denn? Ja, es wird uns einiges erwarten. Es werden, denke ich, viele Verrückte im positiven Sinne Stuttgarter Kickers-Fans hierher kommen und peitschen natürlich ihre Truppe nach vorne. Aber wie gesagt, wir sind bei uns zu Hause. Wir haben gar nichts zu verlieren. Wir können mit breiter Brust auftreten und man soll sich auch ein bisschen darauf freuen, weil ich glaube, Stand jetzt, dieser Spieltag, dieses Spiel, beide punktgleich, Erster gegen Zweiter. Also im Moment geht einfach nicht mehr und deshalb freuen wir uns alle riesig auf den Samstag. Was kannst du denn zum Gegner sagen? Du hast ja auch schon ein paar Mal gegen die gespielt. Ja, Kickers, wenn man alleine von der Ferne betrachtet, eine sehr gute Defensive. Das muss man sagen. Die haben sehr, sehr, sehr wenig Gegentore gefressen. Letzten Spiel 2 gegen Waldorf war das, glaube ich, 2-2. Aber wenn man sieht, die sind konstant. Aber die haben keinen Punkt mehr als wir. Das ist Fakt und deshalb wird es ein Spiel auf Augenhöhe sein. Da bin ich mir ziemlich sicher und Kleinigkeiten werden dann das Spiel entscheiden. Wir freuen uns auf jeden Fall alle drauf und wie immer viel Erfolg fürs Dankeschön, Spiel. vielen Dank.